Ja, liebe Leute, hiermit hallo und herzlich willkommen zu 200 Abonnenten-Special-Video. Heute soll es mal um den Werdegang von Konsolen von mir gehen. Ah doch, ich hab's getroffen. Ich weiß zwar nicht wo, aber... Ja, das bringt es jetzt Alter, nicht. Alter, du schießt gut, schieß weiter, du schießt gut. Ja, ich bin mit Konsolen aufgewachsen und welche das war? Es war die erste, war Nintendo 64. Ich weiß leider nicht mehr, in welchem Jahr wir die bekommen haben. Also als Familie. Und ja, den Gameplay oder das Gameplay, das ihr gerade im Hintergrund seht, ist vom Stream, den ich kürzlich gemacht habe, beziehungsweise für mich jetzt gerade heute, also von Yoshi's Story. Jetzt wisst ihr, wieso ich überhaupt diesen Stream gemacht habe. Ich dachte, ich könnte das auch gerade streamen, anstatt nur aufnehmen. Ja, die Nintendo 64 habe ich mit meinen Geschwistern bis zum geht nicht mehr hin und her gespielt. Früher damals auf einem 15 Zoll Fernseher, so einen ganz kleinen, also zu viert, Mario Kart 64. Oder heißt einfach nur Mario Kart? Naja, egal, Mario Kart. Haben wir zu viert auf so einem ganz kleinen Monitor gespielt. Ich habe noch ein Foto davon, aber ich werde es jetzt nicht hier zeigen. Ne? War lustig. War wirklich lustig und auch, wenn ich jetzt darüber nachdenke, also ich finde immer noch, die Nintendo 64 ist eine der besten Konsolen mit Spielen. Also es geht um die Spiele. Ich finde immer noch, die Spiele der Nintendo 64 sind immer noch mehr oder weniger die besten. Ich rede hier nicht von der Qualität her, sondern vom Spaß und vom Nostalgiefaktor, den ich halt in meiner Kindheit gehabt habe. Und irgendwie immer noch habe, oder? Irgendwie immer das Gefühl, gewisse Nintendo 64 Spiele, wenn ich die spiele, ich erinnere mich einfach wieder an die Kindheit. Teilweise, und das macht so Laune. Ihr seht ja auch Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Super Mario 64, Mario Kart, Bug Bumble, Iggy's Wrecking Ball. Ich könnte da viele aufzählen. Ich habe ja mal Top 10, beziehungsweise 20, nicht, ja, 20 Top-Spiele der Nintendo 64. Habe ich mal ein Video davon gemacht. Als nächstes war es die nächste Konsole, die GameCube. Ja, die GameCube, das war wie so ein, wenn man es jetzt vergleichen würde, von der PlayStation 3 auf die PS4 rüber. Also vom Gefühl her würde ich das jetzt etwa so vergleichen, damit ihr vielleicht einen Anhaltspunkt habt, wo die PS4 rauskam, oder? Das war etwa so. Wir haben zwar die GameCube erst etwas später bekommen, ich glaube im mittleren Verlauf der Lebensdauer, sage ich mal, wo es noch zu Verkauf war. Also ich hoffe, man versteht, was ich damit meine. Noch kurz zu erwähnen ist, dass wir auf der GameCube James Bond Nightfire mit einem Kumpel und meinem Bruder, also dem einen Bruder, das Spiel relativ durchgesuchtet haben. Immer zu dritt oder auch später auch mal zu viert gespielt haben. Aber ja, es war sehr witzig und sehr lustig. Genau. Dann kam nicht die Wii. Nein. Klar, auf dem Markt kam die Wii, aber da haben wir gesagt, nee, die gefällt uns nicht. Als ganze Familie haben wir gesagt, nee, wollen wir nicht. Wir haben da auch keine Konsole mehr gekauft. Also klar, mein Bruder, der war bei Xbox 360. Eine Xbox One hat er dann auch später gekauft, aber egal. Also mein ältester Bruder, der war mehr oder weniger immer auf Xbox. Der ist von Nintendo direkt auf Xbox gewechselt. Von dem her, also Nintendo 64 direkt auf Xbox. Er hat zwar auch bei der GameCube mitgespielt und so, aber ja, er war mehr so der Microsoft-Fan, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Ich habe mir 2011, also knappe Mitte, die PlayStation 3 gekauft. Und ja, das ist die alte PlayStation 3. Also ich habe sie Secondhand, Occasion, sagen wir in der Schweiz,
gekauft, wobei Secondhand gibt es auch den Begriff hier in der Schweiz, aber wir sagen eher Ocasio, das Gebrauchtware. Ne? Ich habe absichtlich eine Konsole, eine PS3 gekauft, die auch abwärtskompatibel ist zu PlayStation 2 und PlayStation 1 Spiele. Und das kann ich immer noch spielen. Das Problem ist nur, die dreht immer voll auf. Also in einem gewissen Sommer habe ich mit jemandem gespielt und seit da dreht die immer gerne voll laut auf. Also wir haben übers Wochenende ein Spiel durchgesuchtet, könnte man so sagen, ne? Ja, später im Dezember 2011 habe ich mir dann die Dreamcast, also Sega Dreamcast, geholt. Und ja, ich muss sagen, das war ein sehr guter Entscheid für mich. Weil die Konsole, die ist wirklich super. Und ich habe auch immer geschaut. Ah ja, wegen der PlayStation 3, ich habe da immer geschaut. Ja, was ist das Beste? Was hat da meisten Spiele, wo mich interessiert? Weil Nintendo Wii wollte ich nicht. Und deswegen bin ich auf die PS3 gewechselt, ne? Aber da kann ich nachher nochmal was dazu sagen. Jedenfalls sind wir jetzt bei der Dreamcast. Ihr seht auch dann Spiel im Hintergrund, das übrigens ziemlich, ziemlich schwer ist. Und das ist das erste Level und ich habe das noch nie hinbekommen. Ich habe es bis zum Boss jetzt hinbekommen, aber ja, da muss man einfach wissen, wie man das Spiel spielt. Also man muss eigentlich die Level auswendig kennen, weil wenn man stirbt, hat man noch eine Chance. Nee, man darf zweimal sterben und dann ist Game Over, oder? Oder dreimal. Jedenfalls ist ziemlich hart. Jedenfalls, die Dreamcast ist eine super Konsole. Ich habe mir auch einen Adapter gekauft, direkt von DAS auf VGA, ne? Also ein normaler Anschluss auf VGA. Unterstützt auch. Vor allem von der Technik her, von der Leistung her, ist diese Konsole, obwohl die schon relativ alt ist, wirklich immer noch gut. Die war auch seinerzeit voraus. Ich meine, die Wii, diese Controller mit Bewegungssensoren, das kommt ja eigentlich von der Dreamcast her. Weil es gab damals so eine Angel mit Bewegungssensoren. Habe ich zwar nicht gekauft, ist viel zu teuer und es gibt nur ein Spiel, das es hundertprozentig unterstützt. Oder zwei waren es vielleicht. Naja, wobei ich gesehen habe, dass jemand Soul Calibur gespielt hat. So im 2012, naja, ein bisschen mehr als die Mitte, da habe ich mir die PlayStation 3 nochmal gegönnt und zwar mit 160 GB. Ob das eine Slim-Version ist, ich glaube schon, das geht in die Richtung. Ja, man muss da sagen, ich habe die gekauft, damit sie nicht so laut ist, denn wenn ich Blu-ray schaue, ja, dass ich die auch genießen kann und nicht irgendwie ein Surren und Lärmen habe. Weil die war am Anfang schon laut, die andere PlayStation 3. Aber dafür, die neuere ist nicht abwärtskompatibel, wobei ich später bemerkt habe, dass man trotzdem PlayStation 1 Spiele drauf spielen kann. Komischerweise, die gehen, aber PlayStation 2 Spiele nicht. Ja. Und viele kennen mich über PlayStation 3, Minecraft. Genau. Hätte ich die nicht gekauft, hätte ich mich nicht dafür entschieden, wäre ich vielleicht nicht da, wo ich jetzt bin. Oder ihr würdet mich nicht kennen, ne? Da hätte ich vielleicht etwas anderes Let's Play, ne? Wobei ich mit Yooka-Laylee auf PC begonnen habe. Erstes Let's Play. Also richtiges Let's Play. Das andere war einfach nur Iggy's Wrecking Ball. Gut. Gehen wir weiter, ne? Im 2013 habe ich mir die Nintendo Wii U gegönnt. Ja, die kam, glaube ich, 2012 raus, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe sie jedenfalls später gekauft. Das ist bei mir immer so. Ich kaufe die Konsole nicht dann, wann sie rauskommt. Ich kaufe auch nicht alle Spiele dann, wann sie rauskommen. Ich werde dazu noch ein Video machen, wieso das so ist. Und ja. Ich hoffe, ich brauche da nicht 5 Jahre dazu, bis ich das Video mache, aber ja. Genau. Die Wii U.
Ist eigentlich sehr lustig. Ich habe für die Wii U nicht so viele Spiele wie für die Wii. Aber da die Wii U abwärtskompatibel ist, habe ich mir dann auch Wii-Spiele gegönnt. Am Anfang zuerst nur solche, wo mit Classic-Controller, beziehungsweise meistens auch GameCube-Controller spielbar sind. Sowas wie Klonoa und so. Oh ja. Aber wir sehen hier gerade ein Wii U-Spiel, ne? Das habe ich mir mal gegönnt. Was leider auch keine Online-Funktion mehr unterstützt. Naja, darüber, wie gesagt, werde ich anderswo reden. Oh. So. Nicht viel später habe ich mir die PlayStation Vita gegönnt. Und dann später auch mal Minecraft darauf. Ja. Dadurch kennen mich ja die meisten, ne? Wegen Minecraft. Und nicht nur PlayStation Vita, sondern PS3. Es war beides. Ich habe es mir damals online gegönnt. Und ja, PS Vita, was soll ich da sagen? Für was braucht man schon eine Nintendo Switch, wenn man die hat? Und theoretisch auch PS4-Spiele spielen kann. Sagt ihr so, aber Neax, PS4? Hä, was? Es gibt eine Funktion, da ihr die PlayStation Vita als Controller verwenden könnt und seht dann auch auf der PlayStation Vita das, was ihr eigentlich auf der PS4 spielt. Und ja, es wird zwar übers Internet verbunden, die Verbindung kann zwar zwischendurch abgebrochen werden, aber das ist eigentlich gar nicht so das Problem. Wenn man gutes Internet hat und es nicht immer versagt, dann jo, dann funktioniert das super, super toll. So, einige Jahre später, im 2016, Mitte 2016, habe ich mir die Nokia N-Gage QD gelastet. Jetzt sagen sie, was? Was soll denn das sein, bitteschön? Nokia, was? Das ist doch ein Handy, das ist keine Konsole. Das ist eine Handheld-Konsole, kann man so sagen. Also ein Handy mitspielen. Und das Gameplay, das ihr jetzt im Hintergrund seht, ist übrigens nicht mit der N-Gage aufgenommen, sondern mit der Wii U, dass dieses Spiel auch darauf gibt. Seit kurzem. Ja. Rayman 3. Jedenfalls die GBA-Version. Ja, ich wollte dieses Handy schon lange, lange haben. Hab's dann irgendwann gesehen und hab's dann secondhand, also gebraucht, gekauft. Es sieht zwar nicht so enorm schön und gut aus und ja, ich hab's jetzt einfach. Ich fand's jedenfalls witzig und ich wollte es mal haben, zu sehen, wie es denn ist. Ich habe da einige Spiele mitbekommen und jojo, ich kann jetzt nicht behaupten, dass das Beste ist. Also für ein Handy ist es ein bisschen blöd. Zum Gamen ist es so, ja, es geht mehr oder weniger. Die Auflösung ist ein bisschen komisch, aber sonst, jo. Ich hab's jedenfalls. So, im selben Jahr, im Dezember, habe ich eine Xbox 360 bekommen. Ja, bekommen. Ich habe mir dann noch einen Controller gekauft. Eigentlich für den Computer. Genau. Sonst hätte ich viele Spiele gar nicht Let's Playen können auf dem PC. Beziehungsweise schon, aber ich hätte da mit anderen Controller oder sonst was spielen sollen. Naja. Ich zocke ja das meiste mit. Okay. Jedenfalls über die Xbox 360 kann ich nicht viel sagen. Ich habe da nicht viele Spiele dafür. Ich habe mir zwar eins gegönnt, das ich aber auch auf der Xbox One spielen kann. Ihr wisst ja, dass ich die Konsole besitze. Und ja, ich muss da eigentlich gar nicht viel drüber sagen. Ich hatte da schon ein Spiel, bevor ich überhaupt diese Konsole bekommen habe. Und so ist das eben. Ja, Ende 2018, relativ zu Beginn, habe ich mir dann die Xbox One gegönnt. Aus folgendem Grund, wegen Sea of Thieves. Ja, die Frage war da immer,
Gaming-PC oder Xbox One. Da ich das Geld für die Xbox One hatte und das gerade, glaube etwas günstiger war noch, habe ich mir dann die Xbox One gegönnt, später aber trotzdem Gaming-PC gekauft. Was eben sehr witzig ist, ne? Für die Konsole kann ich nicht allzu sehr meckern, außer dass ich ja Probleme habe, dass zumindest Internet zu kommen, dass ich immer über meinen PC das Internet freigeben muss. Dass ich überhaupt ins Internet komme, weil er irgendwie zwar den Router erkennt, aber ja. Einer hat mir gesagt, da muss man eben was umstellen, aber ich kann das nicht machen, weil ich wohne hier in einer WG und das passt hier eben nicht. So, später habe ich mir dann die PS4 von einem Kumpel abgekauft. Das war noch im selben Jahr, das war gegen Ende relativ, an, ja, 9. Monat. Was, er ist schwanger? Nein. Nein. Ich habe die schon vorhin bei mir gehabt. Ich habe da ja auch ein paar Spiele jetzt gegönnt und gekauft, aber ja, eine PS4 eben. Ich mag den Controller nicht. Und ja. So, jetzt noch die Frage. Ich werde immer oft gefragt, beziehungsweise ich kenne diesen Krieg. Was ist besser, PS4, Xbox One? Ich sage, beide sind weder gut noch wirklich schlecht. Von der Hardware her gesehen kann man auch wieder streiten, was ist besser, was nicht. Ich habe ja beide, sind bei mir keine also 4K-fähigen, wobei die Xbox One S, die ich gekauft habe, ja 4K wiedergeben kann. Also Blu-ray. Aber ja, ich habe da keine 4K Blu-rays. Wieso sollte ich das kaufen? Ne? Ich habe zwar einen 4K-Monitor, aber das nur am Rande erwähnt. Also ich finde von der Bedienung her beide ziemlich mühsam. Also die Xbox One und PS4. Weil manche Dinge bei den Optionen zum Beispiel, das erwartet man einfach nicht dort. PS4 ist halt so Audio-Einstellungen findet man unter Geräte nicht. Also, jetzt würde ich sagen, wenn ich das Mikrofon umstellen beziehungsweise die Lautstärke von meinem Headset umstellen will, muss ich unter Geräte gehen und nicht unter Sound, wo ich es eher erwarte. Außerdem ist ein bisschen von der Oberfläche her finde ich beide genauso unsinnig, also eben die Xbox One oder PS4. Da kann man sich drüber streiten, aber ich finde beide jetzt nicht so gut. Mir gefällt die PS3 von der Oberfläche her. Aber die bin ich mir auch gewohnt. So, später, wirklich zu Schluss, habe ich mir dann noch eine Nvidia Shield TV gegönnt. Da gibt es auch bisher ein Video, und zwar habe ich GTA da gespielt und habe eure Fragen beantwortet vom letzten Jahr. Also das war letztes Jahr auch noch. Und ja, zur Konsole kann ich nicht allzu viel sagen. Es ist halt eine Android-Konsole und ja, ich werde da später noch mehr sagen können. Ich habe die jetzt nicht so sehr oft verwendet. Aber wer gerne mal mit mir Minecraft auf Android spielen möchte, der kann es gerne in die Kommentare schreiben, denn das können wir gerne tun. Da habe ich das gekauft. Außerdem habe ich auch noch Borderlands Pre-Sequel gekauft. Falls jemand so eine Konsole hat und Borderlands Pre-Sequel hat, schreibt mir doch auch gerne in die Kommentare. Da können wir zusammen zocken. Das war's eigentlich. Das sind meine Konsolen. Übrigens, die Nintendo 64 haben wir nicht mehr. Die GameCube habe ich nur von meinem Bruder ausgeliehen. Das ist aber auch nicht mehr die, wo wir früher gehabt haben. Er hat dann einfach später wieder eine gekauft und ja. Jetzt ist die Frage, was denkt ihr, was wird die nächste Konsole sein, die ich mir kaufe? Ich habe mir schon mehrmals überlegt, wegen der Switch. Das Problem bei der Switch ist ja, ist eigentlich eine Handheld-Konsole. Mehr oder weniger.
Das Problem ist, man müsste einfach einen Controller dazu kaufen und ich habe diese Nunchuck, das war bei Wii. Diese blöden Dinger. Ich habe mal eine Switch in der Hand gehabt, aber ich glaube nicht, dass das für mich was ist. Ich müsste da den Pro-Controller kaufen. Und der kostet dann auch wieder irgendwie 70 Euro oder Schweizer Franken. Und die Konsole um die 300. Ist mich nicht täuscht. Naja. Aber die Spiele bisher, also das neue Yoshi Crafted World und Mario Rabbids Kingdom Battle oder wie auch immer das heißt und Mario Odyssey, das wären mal die drei Spiele, die ich bisher sagen kann. Ja. Und Yooka-Laylee. Ja. Wobei Yooka-Laylee habe ich auch auf jeden Mac PC, also über Steam, beziehungsweise Linux könnte ich auch spielen, wenn ich Linux hätte. Und PS4 habe ich es auch schon gegönnt. Naja. Das war jedenfalls der Abonnenten-Special-Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst doch ein Like da. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich gerne. Dann können wir auch gerne schnell den 300 Abonnenten Special Video machen. Mal schauen, was mir da wieder einfällt. Und ja, wir hören uns die Tage und sehen uns vielleicht irgendwann. Ich bedanke mich fürs Zuhören, Zusehen. Macht's gut, liebe Leute. Und das war ein Riesenaufwand, obwohl das vielleicht überhaupt nicht so aussah. Wollte ich einfach mal gesagt haben, denn ich habe da einige Gameplay aufgenommen und dachte mir, oh, was kommt jetzt? Ich bedanke mich jedenfalls. Ich wünsche euch eine schöne Woche, schönen Tag. Macht's gut und schöne Festtage, falls ihr es bald habt. Ach ja, und Happy Birthday. Vielleicht. Tschüss.